Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, es ist mal wieder soweit. 10 verschiedene Karten mit einem Mindestwert von 10 Euro pro Karte habe ich euch bereitgestellt, die ich mir in letzter Zeit rangeholt habe. Und welche das sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Etwas hat's gedauert, aber ich habe es wieder geschafft, eine Folge Neuzugänge zusammenzutragen. Angefangen habe ich, glaube ich, vor 1,5 Monaten, habe ich 1-2 Karten rangekauft und der Rest ging jetzt dann doch relativ schnell innerhalb des letzten Monats. Und jetzt stehen wir hier und haben ein paar schöne Karten, die ich euch zeigen möchte. Und welche das sind? Schauen wir mal. Wir starten mit einem absoluten Schnäppchen. Das Dark Magician Girl aus Ghosts from the Past 2. In Nirmend hat mich hier sage und schreibe 120 Euro gekostet. Marketmäßig geht sie so bei 210, 220 los und steigert sich dann auch recht schnell auf die 300. Das war ein Notverkauf auf eBay tatsächlich, wie ich im Nachhinein erfahren habe, der wohl dringend Geld gebraucht und hat deshalb seine Karte abgestoßen. Jetzt bin ich ein glücklicher neuer Besitzer dieses Exemplars und muss sagen, eine mega schöne Karte. Das Dark Magician Girl in diesem Artwork, wie es damals in Magician's Force released wurde, ist ein absoluter Klassiker. Und der Fakt, dass diese Karte jetzt auch aus einem regulären Set erhältlich ist und nicht nur als YCS-Promo-Karte, das schlägt dem fast schon den Boden aus, im positiven Sinne. Also wirklich sehr coole Karte zu einem mega tollen Preis und freut mich, dass ich rechtzeitig auf eBay Kleinanzeigen geguckt habe. Ebenfalls aus Ghosts from the Past 2, allerdings wesentlich günstiger, ist das Auge von Timaeus. Während ich mit dem Dark Magician Girl einen wirklich guten Deal gemacht habe, habe ich hier richtig ins Klo gegriffen. Ich habe nämlich nicht auf Market geguckt, sondern war auf eBay unterwegs. Und naja, da ich eben das letzte Jahr verpasst habe, sind mir auch die ganzen Preise flöten gegangen. Und ich dachte mir so, wow, 50 oder 45 Euro für die Karte ist doch schon krass, ey. Eine Ghost Rare, 45 Euro, First Edition. Kaufe ich mir und dann hat sich herausgestellt, die Karte geht halt nur 25. Aber gut, es muss auch solche Tage geben, dafür ist die Karte auch in einem sehr guten Zustand und wird natürlich im Wert auch in Zukunft vermutlich steigen. Das Auge von Timaeus ist natürlich auch eine wahnsinnig tolle Karte, die ja in Zahan Dranks of Legends 2 released wurde bei uns als Secret Rare. Da war die auch mal eine Weile extrem teuer, da lag die auch bei 30, 40, 50 Euro, mittlerweile nicht mehr. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Rarity Upgrade bekommen und ich bin gespannt, wie sich die Karte preislich weiterentwickelt. Optisch ist sie auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Auch bei Bilingual, wie auch immer, Duelist habe ich eingekauft, dem Einzelkarten-OCG-Händler meines Vertrauens. Der hat auch einen YouTube-Channel. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn auf jeden Fall. Ansonsten schaut mal nach. Der hat wirklich, also was OCG angeht, ist der richtig krass. Da hat er auch mehr als ich, muss man dazu sagen, weil der geht sehr auf OCG und hat wirklich guten Stuff, auch in wirklich perfekter Condition teilweise. Und da haben wir hier den Zeitzauberer aus dem japanischen Metal Raiders. Sehr cool. Für 45 Euro habe ich mir den rangeholt. Natürlich absolut Mint. Also die Karte ist Nirmend Plus, als Nirmend Plus quasi beschrieben und ist auch wirklich, also die hat auch absolut nichts. Ja, absolut gar nichts. Die Karte ist wundervoll. Ich habe auch schon ein paar von denen tatsächlich damals noch etwas günstiger bekommen. Für 25 bis 30. Mittlerweile ist er natürlich wieder ein bisschen gestiegen. Sehr schöne Karte im Prismatic Secret Rare, im ganz alten Layout. Ein absoluter Hingucker. Die nächste Karte, die ich mir bei ihm geholt habe, für nur 34 Euro, war das Ende von Anubis. Und hier ist die Preissteigerung halt echt heftig. Der kommt aus BPT, das war also, glaube ich, eine Ultimate Rare Promo, weil BPT ist, glaube ich, auch wie im Englischen Booster Pack Tin. Da gab es ja dann auch den Chaos Imperator Drachen raus. Und das waren so japanische Ultimate Rares, die wurden immer so ein bisschen belächelt, weil sie halt nicht so viel wert waren. Speziell der Chaos Imperator Drache, weil es ja natürlich auch im TCG als Ultimate Rare gab und das dann wesentlich wertvoller. Hier ist es halt so, dass es halt keine Ultimate Rare Variante von ihm im TCG gibt und die war damals richtig günstig. Ich habe mir einige von denen rangeholt für einen Fünfer das Stück. Mittlerweile kostet der 34 Euro in Nirmend bis Mint. Also da hat sich der Wert auf jeden Fall vervielfacht, ist aber noch bezahlbar und auf jeden Fall schaut euch das an, wie das aussieht. Ende von Anu ist einfach so eine schöne Karte. Allein dieses Artwork, ich habe es schon immer geliebt, auch die Secret Rare aus Ancient Sanctuary ist wahnsinnig toll. Auch die Ultra Rare aus Invasion of Chaos, echt klasse. Oder war das Invasion of Chaos? Ich glaube schon. Genau, aber wie gesagt, hier ein Ultimate Rare absolut unschlagbar. Und für 34 Euro habe ich die auf jeden Fall mitgenommen. Ein weiterer Hingucker, der auch ziemlich ins Geld geht, ist der schwarze Magier des Chaos, die Ritualvariante der Karte.
Und die natürlich auch in Ultimate Rare. Die Karte kommt aus, die Set-ID ist 306. Das ist Controller of Chaos, ein extrem altes japanisches Set, in dem es zwei Ultimate Rares gab. Das war zum einen er hier. Und zum anderen war es der Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning. Der wiederum ist noch um einiges teurer als er. Für ihn habe ich gezahlt 175 Euro. Ist ein guter Preis für die Karte, muss ich sagen, eigentlich. Und ja, aber wie gesagt, der Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning, da ist, glaube ich, unter 500 gar nichts mehr zu machen. Also der ist noch mal teurer, ist noch die günstigere von den beiden. Aber wirklich cool und natürlich ein Ultimate Rare macht der wahnsinnig was her. Ich meine, schaut euch mal das Artwork an. Wir kennen ihn aus dem Premium Pack 1 damals als Secret Rare. Da war er schon ziemlich cool, bis heute natürlich nicht wirklich viel wert. Aber hier die Ultimate Rare Variante, die macht schon krass was her. Wunderschönes Teil. Kommen wir zum Black Winged Dragon. Und hier ist es so, das war ein Einkauf bei einem Abonnenten von mir, ja, der mich ein bisschen so innerlich ein bisschen hat weinen lassen. Ich habe mir keine genaueren Bilder der Karten geben lassen, weil es halt ein Abonnent war und ich denke mir, okay, der kennt mich, der kennt wahrscheinlich auch meine Ansprüche. Und er meinte aber auch, die Karten haben nichts. Na, so, also habe ich halt einfach blind gekauft und naja, es hat sich halt als nicht unbedingt korrekt rausgestellt. Was mir zuerst aufgefallen ist, ganz am Anfang war tatsächlich er hier, den hatte ich nämlich auch gekauft, der Blue Eyes. Der sollte ja Mint sein, aber der hat hier ein Ding und da ein Ding. Der ist für mich absolut unbrauchbar, deswegen heute auch nicht in der Folge zu sehen. Und auch der Black Winged Dragon hat eine Macke, weshalb er nur in meine private Sammlung kommen kann. Und zwar, der ist an sich wirklich top. Kann man nichts sagen. Sehr, sehr schön, aber der hat hier oben, ich weiß nicht, ob das die Kamera einfangen kann. Ich hole ihn mal raus. Ist halt schon ärgerlich, wenn man 80 Euro für eine Karte zahlt. Oder was das war, 70, 80 Euro, seht ihr das? Hier oben, die Macke am Rand. Ist nur minimal, aber ihr wisst, für mich ist das schon zu viel. Deshalb wird diese Karte, ich werde sie behalten. Ich finde sie cool. Ich habe das auch nicht angeprangert bei ihm. Den Blue Eyes habe ich dann nochmal 5 Euro Rabatt bekommen. Für ihn verlange ich oder will ich jetzt auch keinen Rabatt oder so haben. Ist in Ordnung. Der kommt halt in meine private Sammlung. Da habe ich eh nochmal nachgeguckt. Den hatte ich da noch nicht oder nur zwei oder einmal. Und hau ihn deshalb da nochmal rein auf jeden Fall. Also den werde ich behalten. Deswegen zeige ich ihn auch heute. Der ist nämlich ansonsten ganz schön. First Edition aus The Shining Darkness. Auch eine mittlerweile ziemlich seltene Karte. Wir haben übrigens auch ein The Shining Darkness Opening, ne? Von zwei Displays, glaube ich. Schaut mal rein. Ich weiß nicht, ob ich es verlinken werde, aber in den Openings, ich habe noch nicht so viele Openings, dass es unübersichtlich wird. Also scrollt mal runter. Ist wirklich cool, wer da so ein bisschen auf 5Ds Retro steht. Haben wir ein cooles Opening zugemacht. Haben wir auch schöne Secret Rares zugezogen. Genau, auf jeden Fall Blackwing Dragon aus The Shining Darkness, wunderschön. Die zweite Karte, oder die in Anführungszeichen dritte Karte, die ich von Marvin gekauft habe, war der Silent Swordsman Level 3. Sehr, sehr schön, die ist vom Zustand her auch eigentlich absolut makellos, das passt alles. Eine sehr schöne Retro-Karte aus Rise of Destiny, die tatsächlich kaum was geht in First. Also ich meine, guck mal, das ist eine Ultimate Rare aus der alten Duel Monsters Zeit. Dann auch noch aus einem Set, das sehr, 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 sehr anfällig für Whitening war. Also die Karten aus Rise of the Duelist, genauso wie aus Soul of the Duelist, waren nicht besonders gut. Da sind immer hier irgendwelche weißen Stellen abgeblättert an der Seite, auch bei Cummins und so. Sind teilweise so auch aus dem Pack gekommen. Also damals war nicht alles gut, sag ich mal. Aber der hier ist wirklich schön, der hat eigentlich gar nichts, da ist alles perfekt. Und den habe ich für, was waren es, 30 Euro habe ich den geschossen. Ich glaube 30 Euro waren es. Sehr cool auf jeden Fall. Das ist auch so in etwa sein Marktwert. Und freut mich, dass ich den auf jeden Fall in der Sammlung willkommen heißen darf. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an den lieben Marvin für diesen Verkauf an mich. Hier haben wir was, das habe ich auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Unlimited Gaia the Dragon Champion aus LOB. Und meine Güte, Leute, schaut euch das mal an. Das muss ich euch zeigen. Ich meine, zu der Karte selber braucht man gar nicht mehr allzu viel sagen. Der Klassiker aus Yu-Gi-Oh! Damals. Klar, Legend of Blue-Eyes White Dragon, man kennt es. Braucht man, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber diese Condition, Leute. Diese Condition. Schaut es euch an. Die ist so derart perfekt. Der hatte, das war auch ein eBay Kleinanzeigenhändler, der den drin hatte, inklusive einiger anderer Karten, auch aus LOB und so. Ursprünglich wollte er, glaube ich, 30 haben. Ich habe dann auf 25 noch runtergehandelt. Das ist gut an eBay Kleinanzeigen, da kann man meistens recht gut handeln. Und habe den dann auf jeden Fall mitgenommen. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Oh mein Gott. Den könnte man sich eigentlich graden lassen. Auch das Centering ist perfekt, aber ihr wisst ja, was ich vom Graden halte. Also ich werde es jetzt nicht machen, aber so theoretisch könnte man das machen. Das wäre safe eine 9 oder 10, auf jeden Fall.
eher sogar noch eine 10 als eine 9, weil der ist wirklich so perfekt, wie frisch aus dem Booster gezogen. Centering perfekt, Oberfläche perfekt, hinten alles perfekt. Das ist echt krass. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Genau, den nehmen wir auch noch mit. Als nächstes habe ich zwei Karten, die ich wieder von Bilingual Duelist habe, meinem OCG-Händler. Das sind jetzt keine japanischen Karten, aber die hatte er wohl trotzdem am Start. Und zwar ist das zweimal der Barrel Dragon aus dem gleichen Set, nämlich aus VB5, Valuable Book war das, glaube ich. Das war da eine Promokarte. Und ehrlich gesagt, die Geschichte dahinter kenne ich nicht, weil die eine hier ist im ganz normalen Secret Rare, ja, wie wir sie kennen. Und war auch wesentlich günstiger. Ich kann den genauen Preis nicht mehr sagen. Insgesamt habe ich 50 Euro für die beiden bezahlt. Ich glaube, der lag bei 15 Euro. Und der andere hier, der ist in Prismatic Secret Rare. Ja? Und der hat irgendwie 35 gekostet oder so. Kommen aber aus dem gleichen Set. So, und das Valuable Book, also das kann eigentlich, können beides eigentlich nur Promos gewesen sein. Vielleicht kann mir ja hier der liebe Nico nochmal sagen, woher der Unterschied kommt, wenn er das Video sieht. Ich frage ihn vielleicht auch nochmal. Und ja, genau, also das ist auf jeden Fall zweimal die Karte aus dem gleichen Set, nur in unterschiedlichen Ausführungen, derselben Rarität. Auch sehr cool, habe ich auf jeden Fall sofort mitgenommen damals, als ich die gesehen habe und gedacht, für einen Fuffi, also komm, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Last but not least habe ich eine relativ moderne Karte mitgenommen, nämlich den rotäugigen dunklen Draguna aus dem Megapack 2020 für 25 Euro in etwa, was auch seinem Marktwert entspricht. Mir tut es da wirklich leid für einen guten Tobi, ist mein Kumpel. Bei dem habe ich mir die geholt, da habe ich auch immer noch so ein paar Karten auf Reserve, die ich mir nach und nach ankaufe. Die legt er dann immer für mich zurück, einer davon war er. Und ja, da war es halt so, er hatte ihn, glaube ich, als er neu rauskam, für 50 Euro auf eBay gekauft oder so, in der Hoffnung, dass der noch steigt. Ist er bisher aber nicht. Hat ihn dann irgendwann zweimal, hat ihn verkauft und jetzt habe ich ihn für 25 Euro geschossen. Sehr coole Karte auf jeden Fall mit einem echt krassen Artwork. Eine Fusion aus dem Red Eyes B-Dragon und dem dunklen Magier. Ich meine, da braucht man gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Also wahnsinnig cooles Artwork. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein mit den Neuzugängen für heute. Summa summarum haben die Karten ungefähr einen Wert von 700 Euro. Ich habe allerdings ein bisschen weniger dafür bezahlt aufgrund von Schnäppchen wie zum Beispiel ihm oder dem dunklen Magiermädchen oder auch dem Gaia. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid zufrieden mit der Vorstellung heute. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.